Assalamu alaikum, meine liebe Freunde. Ich hoffe, es geht euch super. Ihr habt euch das erste Video angeschaut, wo wir von Elif bis Sad gelernt haben. Und jetzt machen wir weiter von Dot bis Ye. Okay? Und diesmal werde ich wieder eine andere Farbe nehmen. Oder die andere Farbe davor. Und zwar hatten wir jetzt diese Buchstaben. Wir sind bei Sad angekommen. Jetzt kommt Dot. Dort ebenso gleich, nur dass der Punkt da ist. Dort und dann Ta, Za, Ein, Rein, Fa, Qaf. Sattat, Ta, Za, Ein, Rein, Fa, Qaf. Sattat, ta, za, ein, rein, fa, qaf. Sattat, ta, za, ein, rein, fa, qaf. Okay. Jetzt dort wie sort. Ihr seht, es ist das gleiche, nur dass der Punkt da ist. Und somit will ich nicht viel wiederholen und schreibe es jetzt einfach nur. Dort. 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 Wie man es ausspricht. Jetzt, man spricht es, man hat drei Varianten, wie man es aussprechen kann. Bei dort füllen sich an den Seiten Luft und das kommt dann raus. Jetzt, entweder es wird von der, die Zunge geht dann mehr nach rechts und dort bildet sich dann an der Seite Luft und so kann man es dann aussprechen. Oder die Zunge bewegt sich mehr nach links. Bei einigen bewegt sie sich mehr nach links. Und dann sammelt sich eben an der linken Seite mehr Luft. Okay? Und das ist auch ein richtiger Dot. Jetzt, der Prophet, sallallahu alaihi wasallam, konnte es oder hat die Zunge so breit gemacht, dass es von beiden Seiten, an beiden Seiten, sich Luft gesammelt hat. Und das ist dann auch ein Dot. Also drei Varianten, wie man dort aussprechen kann. Natürlich ist es Lughatul Dot, also die arabische Sprache ist Lughatul Dot, der einzige Buchstabe, den es in den anderen Sprachen nicht gibt. Und deswegen wird es schon schwer sein, aber mit der Gewöhnung, wenn ihr es mehr, also viel benutzt, werdet ihr es schon schaffen, es richtig auszusprechen. Kommen wir dann zum nächsten. Sad, Dot, Ta, Za, Ta. Ta, Za ist gleich. Somit wird nur der Punkt der Unterschied sein. Ta am Anfang, er lässt sich verbinden danach. Ta in der Mitte, er lässt sich von beiden Seiten verbinden. Und Ta am Ende. Okay? Ta, 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 ta. Ta. Za, genau das gleiche, nur dass der Punkt da ist. Und dann lässt er sich verbinden. Allah in der Mitte, er lässt sich von beiden Seiten verbinden. Und Allah am Ende, er lässt sich von vorne verbinden. Sadat, ta, za, ein, rein. Ein, rein. Ein, rein. Ein. Jetzt ein oben ist kleiner als ein unten, seht ihr ja. Da müsst ihr aufpassen. Nicht, dass ihr irgendwie eine umgekehrte 3 macht. Okay? Bei ein nehmen wir den oberen Teil nur. Somit wird es dann so. Und dann verbinden wir eben nichts. Den nächsten Buchstaben mit ihm. In der Mitte sieht er so aus. Okay? Und am Ende sieht er so aus. Ein Kreis in der Mitte. Und hier sieht er ähnlich aus, nur dass wir es dann oben ausmalen. Rein in der Mitte, am Anfang. Genau das gleiche. Rein in der Mitte. Und rein am Ende. Ich wiederhole. Sadat, ta, za, ein, rein. Danach fa. Wir nehmen wieder mal den ersten Teil und lassen den Rest. Und dann kommt eben der nächste Buchstabe so hier. In der Mitte. So. Seht ihr den Unterschied?
Hier ist er ausgemalt, hier ist er nicht ausgemalt. Das ist der Unterschied. Nicht, dass ihr jetzt beide ausmalt, dann weiß man nicht mehr, was Ra ist, was Fa ist. Okay? Und am Ende wird er ganz normal wieder. Rauf ebenso, in der Mitte, am Anfang, in der Mitte, am Ende. Okay? Ich wiederhole nochmal. So, dort, ta, ra, ein, rein, fa, rauf. Okay. Kommen wir jetzt zu den nächsten, die nächsten Buchstaben. Kef. Rauf, kef. Lam. Mim. Nun. Hä. Sieht ganz gut hin. Von oben ein Kreis. In der Mitte runter. Hä. Wow. Ja. Okay. Qaf, Kaf, Lam, Mim, Nun, Ha, Wow, Ya. Qaf, Kaf, Lam, Mim, Nun, Ha, Wow, Ya. Qaf, Kaf, Lam, Mim, Nun, Ha, Wow, Ya. Okay. Jetzt Kaf am Anfang sieht so aus. Man kann es auch zickzack machen. Okay. Ich mache es gerne so. Kaf am Anfang. Kaf in der Mitte ebenso. Ich mache das so. Man kann es auch ein bisschen anders machen. Und Kef am Ende. So. So. Ihr seht, er lässt sich danach verbinden. Er lässt sich von beiden Seiten verbinden. Er lässt sich am Anfang verbinden. Lam. Lam. Ein Strich. Er lässt sich danach verbinden. Nicht wie Elif. Okay? Lam in der Mitte. Er lässt sich von beiden Seiten verbinden. Und Lärm am Ende sieht dann ganz normal wieder aus. Kef, Lärm. Jetzt Mim. Wir nehmen nun den oberen Teil, den ersten Teil. Am besten wir fangen von unten an, einen Kreis und dann weiter. Mim am Ende, ich schreibe den gerne so. Okay? Andere machen einen Kreis und gehen dann weiter eben. Mim am Ende. Man kann ihn so schreiben. Okay? Natürlich gibt es auch andere Varianten, wie man es schreiben kann. Kaflam Mim. Kaflam Mim. Kaflam Mim. Jetzt nun, wir nehmen wieder mal den ersten Teil und dann sieht er wie eine Pfanne aus wieder. Und nur ein Punkt oben. In der Mitte sieht er genauso aus wie B, T und T. Nur, dass der Punkt oben ist. Und am Ende wird er wieder ein normaler Nun. Jetzt Herr. Herr am Anfang sieht genauso aus. Okay? So, wiederholen wir nochmal die Buchstaben. Kaf, Lam, Mim, Nun, Herr. Wow, ja. Jetzt bei Herr haben wir gesagt, am Anfang sieht es so aus. In der Mitte sieht es so aus. Und am Ende sieht es so aus. Okay? Kaf, Lam, Mim, Nun, Herr. Jetzt den Wow. Den Wow am Anfang, ganz normal Wow. Er lässt sich nicht verbinden. In der Mitte lässt der Wow sich von vorne verbinden und danach nicht mehr. Und am Ende genauso. Am Anfang schon und dann ist er der letzte Buchstabe. Kaf, Lam, Mim, Nun, Ha, Wow. Der letzte Buchstabe, ja, der so ähnlich wie B und T und T aussieht. Eine halbe Pfanne. Und dann zwei Punkte unten. In der Mitte genauso ein Haken und unten zwei Punkte. Und am Ende sieht er dann genauso wie ein normaler hier aus. Somit haben wir die Buchstaben jetzt fertig. Ich hoffe, ihr übt fleißig, damit ihr später auch noch lesen könnt und verstehen könnt, was die anderen schreiben. Freut mich, dass ihr mein Video angeschaut habt. Bleibt am Ball. Passt auf euch auf. Ma'assalama. Assalamu alaikum. Bis zum nächsten Mal. سرنا 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 بعون الله منهاجنا منهاجنا تقوى سرنا سرنا